25 Spiele haben die Kickers aus Offenbach mittlerweile nicht mehr verloren. Zu diesem Riesenlauf kam unter der Woche die gute Nachricht vom Insolvenzverwalter Andreas Kleinschmidt, der verkündete, dass die Gesellschaft wieder auf einem soliden Fundament steht und finanziell saniert ist. Eine bessere Ausgangslage hätte es für Rico Schmidt und seine Elf am Freitagabend beim Heimspiel gegen die TuS Koblenz nicht geben können. Die erste Torannäherung des UFC ließ entsprechend nicht sehr lange auf sich warten, auch wenn die Gäste aus Koblenz, wir zeigen das hier mal, mit 8 Mann hinter der eigenen 16er-Linie stehen. Kein Durchkommen also zunächst. Doch der Dosenöffner folgte nur 60 Sekunden später. Fabian Becker kommt über die linke Seite an die Grundlinie und flankt einfach über alle hinweg zu Benjamin Pintol, der völlig blank steht und zur Führung einschiebt. Der zweite Saisontreffer vom 24-jährigen Mittelfeldmann. Die Kickers sind auf dem Weg zur Aufstiegsrelegation offensichtlich nicht mehr zu stoppen. Und der Torschütze zum 1:0 brachte 20 Minuten später die Ecke rein. Martin Röser verlängert die Kugel am ersten Pfosten auf den hinteren und da steht Markus Müller, der zum 13. Mal in dieser Saison den Ball im Netz unterbringt. Also das Toreschießen klappt aus allen Lagen, aus allen Situationen. Und immerhin 11 Kickers-Spieler haben diese Saison schon ein Tor erzielt. Verstecken brauchen sich die Jungs in der Relegation also vor keiner Mannschaft. Nun aber die Gäste aus Koblenz, die wissen auch, wo das Tor steht, auch wenn ihnen nur ein Tor in den letzten 5 Aufeinandertreffen mit dem UFC gelang. Vielleicht ja jetzt. Kapitän Boskovic steckt klasse durch für Admir Suftic. Der legt den Ball am herauslaufenden Endres vorbei, aber er trifft das Tor nicht. Am Außennetz scheitert der erste Versuch der Gäste. Und Pech hatten sie auch noch. Eckball durch Kevin Stoike und UFC-Mann Modica lenkt den Ball irgendwie zur eigenen Latte. Es bleibt beim 2:0 zur Pause. Und dann hatte das Schiedsrichtergespann was zu tun. Konter, UFC mit Dennis Schulte und Fabian Becker. Abseits beim Pass mit dem Kopf? Nein. Kein Abseits auch beim Querpass Becker auf Schulte, doch der letzte Pass wieder rüber zu Becker war wohl Abseits, das Tor zählte nicht. Dann ein neuer Versuch, dieses Mal mit Markus Müller und Fabian Becker und dieser Querpass ist gut und Becker macht den auch rein und dieses Mal zählt's, das 3:0 und der Drops war gelutscht. Das war schon längst nur noch eine Frage der Höhe, der vierte Sieg in Folge gegen die Koblenzer bei einem Torverhältnis von 11:1. Die werden in der Relegation die Kickers anfeuern, um nächstes Jahr hier nicht mehr herkommen zu müssen, wenn sie denn überhaupt selbst den Klassenerhalt schaffen. Am kommenden Dienstag geht es gleich weiter für die Elf von Rico Schmidt, dann müssen sie um 19 Uhr in Homburg ran. Wir haben nach dem Spiel noch ein paar Stimmen eingefangen. Also am Anfang waren wir unfassbar effektiv. Ja. Wir haben mit 2 Chancen 2 Tore gemacht, damit haben wir Koblenz ein bisschen aufs Spiel gebracht. Ja. Haben dann in der Mitte der zweiten Halbzeit, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen nachgelassen, aber ungewollt, ja, weil wir es dann auch zu kompliziert gespielt haben. Und dann sind wir aus der Halbzeit wieder rausgekommen und haben uns in der Halbzeit vorgenommen, dass wir wieder einfacher und klarer die Bälle spielen müssen. Und das ist uns in der zweiten Halbzeit sehr gut gelungen. Am Ende dann im hochverdienter 3:0-Sieg. Ja, das ist die Arbeit eines Stürmers. Ich meine, wenn man das jetzt mal so sieht, ist es jetzt alles ein bisschen floskelmäßig, aber wir haben jetzt das 4. Spiel 2:0 gemacht und das ist ein absoluter Verdienst der Gesamtmannschaft. Speziell aber auch von der Abwehr von Daniel, von Giuliano, von allen. Und wir haben die Aufgabe da vorne, die Tore zu schießen. Und das klappt auch diese Saison ganz gut. Und, es kann so weitergehen. Ja, ich denke, ein hochverdienter 3:0-Sieg. Wir haben sehr druckvoll begonnen in der ersten Halbzeit, haben dann auch sehr gutes 1:0 gemacht, was uns das Leben dann natürlich erleichtert hat. Und kurz vor Ende der ersten Halbzeit haben wir den Gegner unnötig ein bisschen stark gemacht. Können dann von Glück reden, dass wir dann halt kein Tor fangen. Aber gut, es ist ausgeblieben zum Glück und im Endeffekt haben wir heute hochverdient 3:0 gewonnen. Wir sind Tabellenführer, aber wir dürfen nicht nachlassen, weil jetzt kommen extrem schwierige Aufgaben mit Homburg. Erstmal, das ist ein ganz, ganz schwieriges Auswärtsspiel und wir haben das jetzt erstmal vor der Brust und haben noch, glaube ich, 8 Spiele oder 7, was auch immer. 7. Und da warten noch extrem harte Brocken auf uns und wir haben unser Ziel noch überhaupt nicht erreicht. Ja, wir haben eine fantastische Entwicklung, das muss man sagen. Jeder Spieltag wird wieder, lebt man neues Kickers Offenbach, tolle Motivation, fantastische Einstellung und Kampf bis zur letzten Minute, das zeichnet zurzeit unsere Mannschaft aus. Absoluter Teamgeist und ich weiß auch nicht, wo das noch hingehen wird. Ja. Was sagen Sie zu den Zuschauern, dass die auch gegen so schwächere Gegner doch jetzt im Moment erreichen mit die 7000er? Ja, das ist, unsere Fans sind aus meiner Sicht einzigartig bei uns in der Liga. Unabhängig davon, das muss man auch sagen, ob wir gewinnen oder verlieren, wie die hinter uns stehen und auch mit der Anzahl der Zuschauer, das ist ungemein und fantastisch. Auch wenn ein Freitagabendspiel heute über 7000 Zuschauer, dann gegen Koblenz, drittletzter der Tabelle, das ist schon was Besonderes. Aber wir hoffen natürlich, dass wir in den letzten Spielen noch stärker unterstützt werden von der Anzahl her, weil wir brauchen tatsächlich jeden weiteren Punkt, um tatsächlich die Relegation erreichen zu können. Ja.